Ja, hallo. Mich interessiert die grafische Ableitung dieser gebrochen-rationalen Funktion. Die ist also hier gezeichnet. Eine Funktion mit zwei Nullstellen da oben und zwei Definitionslücken. Gut, hier f von x. Und erst die Funktion anschauen. Also es geht bergab und bergab und bergab, bergab, bergab. Und einfach nur überall bergab. Also eine Funktion mit einer überall negativen Steigung. Und deswegen muss ich mir das ein bisschen genauer anschauen. Wenn ich hier also in dem Bereich bin, dann geht es erst nur ein bisschen bergab, also wenig negativ, und dann geht es sehr steil bergab und wird immer steiler. Das heißt, die Ableitung, die ist immer negativ, ja, aber die ist in diesem Bereich hier ein bisschen negativ. Naja, hier könnte sie ungefähr so bei minus 1 sein. Und dann wird es sehr radikal negativ und damit muss die Ableitung hier so runtergehen. Genauso kann ich hier weitermachen. Wenn ich hier so ein Steigungsdreieck reinmalen würde, dann habe ich hier so ein 10, ja, minus 10 ungefähr. Das heißt, das X, hier ist ja die Polstelle, also es ist sehr negativ. Am flachsten ist das Ding hier. Da ist es dann nur noch minus, ja, sogar höher als minus 1. Also hoch. Und jetzt in diesem Bereich wird es wieder sehr steil. Das heißt, es ist sehr tief im negativen Bereich. Und so weiter. Steigungsdreieck, es geht bergab, sehr negativ. Und in dem Bereich ist die Steigung zwar negativ, aber nur noch sehr sanft negativ. Das heißt, hier wird es so ungefähr. Es nähert sich hier, wahrscheinlich rechts und links nähert sich es der Null an. Wir haben ja die zwei Polstellen, die gelten sowohl für die Funktion als auch für die Ableitung. Also hier ist weder Funktion noch Ableitung definiert. Gut, das blaue war F', stopp, hier F', der schwarze war F.